Hallo Lasse. Hi. Und wir sind heute in... Ich sag dir auch, dass es da ist. Steenwatt, sagen wir. Ja, viele Fische sind hier an der Oberfläche. Ja. Auch hier vorne ein paar. Ja, das sind auch ein paar hier. Aber die sind nicht mehr so gut aus? Nee, das sind nicht ganz so schön, die zwei. Da, guck da. Ja, das ist genug Fische hier. Auf jeden Fall. Aber schwer zu fangen. Ja. Deswegen probieren wir mal mit Paste ganz langsam zu schleppen. Ja. Ich glaube, Spoon haben wir kein Glück. Es ist zu warm noch. Wir probieren mit Schwimmende Bombarde. Ganz klein, 8 Gramm. Ja, und so klein wie es dann wie möglich. Genau, Widerstand ganz wirklich und wenig Scheuchwirkung im Wasser, dass die Fische nicht auseinanderschwimmen. Und mit Powerbait. Am besten mit Oh, dein Favorit. Beste Powerbait der Welt. Nee, Banane. Banane, du. Schauen wir. Ja. Ah ja. Aber Steenwatt ist in die meisten kennen Steenwatt, nicht wahr? Ja. Weil jetzt fast immer große Fische, nicht wahr? Ja, immer große Fische hier drin. Ich sehe auf jeden Fall richtig viele Teamangler aus Deutschland. Die kommen hier hin. Auf jeden Fall ein, zwei Tage. Viele Spulangler kommen hierher. Ja, es ist sehr viel Spulangler. Ja. Ist bekannt für große Fische, ne? Ja. Aber es ist auch nicht ganz einfach immer. Nein. Aber Moment, die Fische hier vorne sind, glaube ich, wo es tief ist. Da ist auch Fisch. Ja. Genug Fisch, auf jeden Fall genug Fisch. Hier vorne ist auch Fisch. Aber ich weiß, es wird schwierig. Es wird richtig schwierig. Ja, du musst mit mir hier, es wird nicht schwer. Ja, lass uns mal sehen. Ich hoffe es. Wir schauen. Aber Lasse, du hast auch dein eigenes See. Ja. Und du bist in Dänemark Wein. Ich kaufe immer Fische hier in Dänemark. Also ich fahre jetzt hier in die Züchten und gucke mir große Forellen an, weil ich auch nur meinen See auch nur Lachsforellen setze. Und ich habe jetzt gerade noch mal große Forellen gekauft, so 5 bis 8 Kilo. Eine ganz große, so also 9 bis 10 Kilo. Vielleicht ist sie das, ich weiß es nicht. Und ab nächste Woche ist das Wasser ist kälter geworden in Deutschland, gibt es bei mir wieder jede Woche Forellen bis 5, 6 Kilo. Und Ende des Jahres wieder bis 7, 8 Kilo jede Woche. Also Angelparadies Burgdorf ist wie in Dänemark, nur in Deutschland. Perfekt. Das mögen wir. Ja, das mögen wir. Ja, musst du auch kommen, Jasper. Ja, komme ich. Ich komme ganz bestimmt. Zu Weihnachten. Schwarze Powerbait. Ja, und dann liegen lassen. Lange Vorfahrt. Das ist ein schöner Fisch. Oh. Das ist einer von den großen. Das sieht gut aus. Und ist am Video, Mann! Perfekt. Das Geräusch ist schön. Schönes Geräusch. Sieht groß aus, nicht wahr? Ja. Hast du mal das Netz erstmal? Ich hole den Netz. Oh! Das müssen wir jetzt auf alle Ruten haben. Ruten und dann schwarze Paste und dann. Sieht der Rest. Ach, super! Schwarze Paste. Ja? Liegen lassen, ob dann plötzlich. Super! Was dahin? Ja. Ja, wo der. Ja? Ja, genau. Super. Aber kämpft ein bisschen zu gut. Deshalb sage ich das. Aber lag ja nur auf dem Boden. Ja, da ist nicht dein Schuld, auf jeden Fall nicht dein Schuld. Aber kämpft zu gut, nicht wahr? Ja, ein bisschen zu doll eigentlich, ne? Ja, nicht wahr?
Oder er ist 5 Kilo. Aber kämpft auf jeden Fall wie ein 5 Kilo Fisch. Ach, der ist nicht so klein. Nein. Der ist im Maul. Ja, ist Maul. Das sind ja die Großen. Oh Mann, der hat gut gekämpft. Der ist ja heiß. Das ist Power. Ja, super. Mann. Oh. Mann, das ist ja ein Beichtel. Aber guck mal. Super. So ein schöner Fisch, Mann. Du hast immer Glück, du. Mach ein Foto, mach mal ein Foto. Ja. Super. Ganz, ganz, ganz glücklich. Ja? Weg. Boah, Mann. Komplett weg. Der war hungrig. Der war hungrig. Ja, müssen wir nur eine oder zwei mehr von fangen. Ja, ja. Ah. Ja, aber so einfach ist es nicht. Super. Oh, schöner Fisch. Ja. Jetzt denkst du dreieinhalb. Drei, dreieinhalb, vier Kilo oder so. Ja, ja. Ja, ja. Das ist der erste. Jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Jo. Gar nichts. Stunt. Stunt. Ohne Stunt. Petri, heil. Vielen Dank. Ja. Ja. Oh, oh. Das ist nicht meiner. Nein, das war nicht meiner. Aber guck du mal die Kamera dann. Ist an? Das war meine. Meine ist nicht so groß. Ist an? Aber er ist an. Ist an, ja. Ah, jetzt war auch ein Fisch. Ja, trotzdem. Trotzdem. Auf der dänische Wurm. Wurm, ja. Powerbank-Wurm. Mann, Katastrophe. Ein Riesenwurm. Und ein kleiner Fisch. Ja, leider. Riesenwurm, kleiner Fisch. Kleiner Wurm, großer Fisch. Probieren wir es später. Aber da war Biss. Ja. Mann. Geil. Aber kämmt auch ein bisschen merklich. Ja, ist gut. Aber hier ist kein Bild, ne? Ja, du kannst draufdrücken, dann kannst du das Bild sehen. Nein, 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 nicht da. Hm? Ja. Das Rote ist das. Er findet. Mal wie der nach oben kommt. Komm. Wie er. Ah. Seht nicht. Nee, der ist im Maul. Glaubst du? Weil die kämpft richtig. Dann hat er das sich herumgedreht oder so. Ja. Oh, da war es weg. Er hat mit dem Maul. Das ist ein Fisch. Ah ja, okay. Zieh. Schade. Nee, guck mal, der war nicht der richtige Charakter. Nee, man kann das ganz deutlich sehen. Das ist so ein im Schuppen. Ja. So, vielleicht war der. Im Bauch gehackt. Ja. Aber er hat gezupft. Ja, hat auf jeden Fall. Wir probieren wieder. Man kann es da manchmal sehen, dass das Hirn sich ganz verkehrt ist. Ja? Aber manchmal ist das so, wenn die einen im Maul haben und spucken wieder aus. Ja. Und dann ziehst du. Und wenn da 30 oder 100 Fische stehen. Ja, das passiert. Da kannst du nichts machen. Wir probieren wieder. Besser als gar nichts. Bisher ein bisschen Spaß an der Rute. Ja. Das ist ja kein Reißen. Das ist ja aus Versehen. Ja. Schade. Was ist? Ja. Ah, oh, jetzt aber. Nein. Ach, du. Oh Gott, hab ich dich auch noch hier, guck mal. Fahrt. Jetzt reicht es. Guck mal für die Goldene. Cool, cool. Ah, Kamera! Nicht in den Film machen. Das
kommt bestimmt mit.